So, und da sind wir auch schon wieder. Ich habe selbst nicht mehr damit gerechnet, ihr wahrscheinlich auch nicht. Aber ich habe es doch tatsächlich geschafft, ja, meinen verloren gegangenen Spielstand wiederzufinden, beziehungsweise wieder zu erspielen. Und wir sind jetzt hier mit Ivo vor dem Haus des Gremlins. Wer sich erinnert, wir haben den Gremlin mehr oder weniger gerettet, als wir ihn vom Drachen geschmissen haben. Zwar wurde er wieder gefangen genommen. Aber er hat uns gesagt, wir sollen was aus seinem Haus holen. Ja, Cheep Cheep ist auch wieder dabei. Und den sprechen wir gleich mal an. Ja, um was geht's hier Hast du eigentlich? eine Idee, welches Artefakt so mächtig sein könnte, dass es einen zum Herrscher der Welt macht? Nein, das ist im Meer versunken. Nee, der wurde wieder in das Feuer geworfen, in dem er geschmiedet wurde. Nein, ich habe auch keine Ahnung. Es muss irgendetwas sein, das keiner auf der Rechnung hatte. Etwas, nach dem niemand gesucht hat. Im Buch des Gremlins wird es stehen, wenn ich es doch nur schon hätte. Ja, okay, war auch überhaupt keine Anspielung auf irgendwas. Aber er sitzt auf einer Vogelscheuche. Warum macht dir die Vogelscheuche keine Angst? Ja, sicher, als ob. Normalerweise bist du der Erste, der die Flucht ergreift. Mach's gut, Kleiner, und stell nichts an. Ja. Ja, Ivo scheint ja sehr gut im Vogelisch zu sein. Ich will jetzt nicht sagen Vögeln, aber wie heißt denn das? Piepsen, Cheepen, Cheep Cheep. Okay, lassen wir das. Gucken wir uns erstmal hier um. Kürbisse. Ich mag Kürbisse. Ein Kürbisbeet. Nicht sonderlich gepflegt. Vermutlich verbringt MacGuffin zu viel Zeit hinter seinen Büchern und zu wenig in seinem Garten. Ja, so wie es hier aussieht. Die Kürbisse hätten schon längst geerntet werden müssen. Die ersten beginnen zu gammeln. Pfui! Laut neuem Gesetz darf jetzt unser Staat den Verbraucher informieren vor ekligen Lebensmitteln, ne? Hier, MacGuffin, aufgepasst, sonst wird dein Laden hier geschlossen. Eine zerrissene, windschiefe Vogelscheuche. Die Kleidung ist von Mäusen zerfressen, aber der Hut hat was. Indy! Eine Vogelscheuche, die nicht einmal Cheep Cheep Angst macht, ist eindeutig nicht zu gebrauchen. Ja, gut. Gestrüpp. Das sieht aus wie ein Kreuz, ein Grabstein oder so. Unter dem Gestrüpp steht ein Stein. Irgendetwas steht darauf, aber ich kann es nicht erkennen. Könnte ein kleiner Grabstein sein. Sag ich doch. Befreie den Grabstein vom Gestrüpp. Mit den zarten Ich Elfenhändchen. kann das Gestrüpp nicht mit Oh. bloßen Händen entfernen. Es ist sehr dicht und hat Stacheln. Ja. Mimimi. Ganz ehrlich, Ivo. Eine Gießkanne. Eine alte Gießkanne aus Metall. Selbst für Gremlin-Verhältnisse ist sie klein. Hey, die ist so groß wie dein Kopf. Nimm mit. Wir klauen ihm jetzt einfach alles. So, Gießkanne. Eine alte Gießkanne aus Metall. Ja. Ein Einige Holzstapel. gestapelte Holzscheite. Mit so einem kleinen Vorrat wird MacGuffin nicht durch den Winter kommen, nicht mal durch den Herbst. Naja, der ist ja jetzt auch bei der Erzhexe Mortoga und hat's schön warm. Da brauche ich ja kein Holz. Ein Blumentopf. Ein auf dem Kopf stehender Blumentopf aus Ton. Aha. Kannst du was mitmachen? Darunter liegt ein Stein. Ein Stein. Das dürfte ein Feuerstein sein. Ich stecke ihn ein. Ja. Vermutlich wollte der Professor verhindern, dass der Stein nass wird. Nee. Mach Dinger. Und Holz nehmen wir auch mit. Da können wir ja jetzt ein Feuer machen. Drei sollten reichen. Okay. Gut. Und hier ist ein Kamin. Ein großer gemauerter Kamin. Die Öffnung des Kamins zeigt nach außen, nicht ins Innere des Hauses. Das ist etwas ungewöhnlich. Es macht aber Sinn, wenn der Professor im Inneren des Hauses kein offenes Feuer haben will. Bei so vielen Büchern. Wenn MacGuffin im Haus viele brennbare Gegenstände hat, Sag ich doch. will er dort vermutlich kein offenes Feuer und Funkenflug. Und die Wärme dringt auch durch die Wand ins Haus.
Yay! Aber du musst jedes Mal nach draußen rennen zum Feuer machen. Aber jetzt legen wir einfach das Feuerholz in den Kamin, das scheint mir logisch. So. Die werden einige Stunden brennen, wenn sie erst mal brennen. Ne. Und jetzt hier Feuerstein, zack. Ich kann doch mit einem Feuerstein nicht direkt Holzscheiter anzünden. Doch, du bist eine Ich Elfe. brauche etwas leicht Entflammbares, um das Feuer in Gang zu bringen. Okay. Eine Steinscheibe. Das sieht mir aus wie eine Mühle. Das ist eine primitive Mühle, würde ich sagen. Boah. Man kippt Getreide oben ins Loch und dreht den oberen Stein. An den Seiten kommt dann das Mehl heraus. Du in deinem Elfenhain hast natürlich wieder Hightech. Das ist eine primitive Mühle, würde ich sagen. Ja, An den okay, Seiten kommt. ja. Haben wir verstanden. Ja, mehr gibt's hier nicht, oder? Nee. Okay, ein Brunnen. Das Wetten, da Grundwasser ist. ist in dieser Gegend nur ein paar Meter unter dem Boden. Vermutlich ist der Brunnen nicht viel tiefer. Ja, gut. Ein Das Brunnenseil. Brunnenseil ist an der Winde befestigt. Es sieht nicht sonderlich reißfest aus. Oh, ich sehe schon, was kommt. Das geht verdächtig leicht. Das Seil Juhu! ist gerissen und der Eimer dürfte am Grund des Brunnens liegen, dort, wo er niemandem hilft. Oh nein! Ich würde sagen, dann springst du jetzt in den Brunnen und holst heldenhaft den Eimer daraus. Oder wir benutzen unsere Gießkanne. Das sollte halten. Wehe, wenn nicht. Probieren wir es mal. Da gibt's was auch für Omme, wenn das nicht hält. Hat funktioniert. Damit habe ich eine Gremlin-Gießkanne voll Wasser. Alter Scheiß. Okay, was haben wir denn hier noch? Ein Schornstein. Fast sogar der Weihnachtsmann Eine durch. gewagte Konstruktion. Und wie das ganze Haus ziemlich windschief. Sieht nicht so aus, als würde er noch lange halten. Boah, jetzt sei doch mal nicht so pessimistisch. Mein Gott, das ist Magie. Hat er uns doch gesagt. So, ist hier noch irgendwas außer am Haus da? Da ist noch eine Holzkonstruktion vor dem Fenster. Seltsam. Vor das kleine Fenster ist eine Holzblende montiert worden. Es sieht aus, als könnte man die Blende hochklappen. Hängt nur ziemlich weit oben. Okay. Gut, dann brauchen wir was Langes, damit wir das hochklappen können. Habe verstanden. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Betritt das Haus. Ach, herrje. Okay, dann fangen wir doch mal einfach hier vorne an. Betrachte das Chaos. Typisch Junggeselle. Alles liegt durcheinander. Teller, Töpfe, Becher. Und an allem klebt eine Mischung aus Staub, Fett und toten Fliegen. Pfui. Ich räume hier garantiert nicht auf. Doch. Warum hat das der Geselle des Gremlins nicht gemacht? Der ist weg. Holzzuber. Kannst dich mal waschen, du stinkst. Ein Holzzuber. Etwa halb voll mit Wasser. Na toll, darin schwimmt die Wäsche des Professors. Weiße Hemden, graue Socken, rote Unterhosen. Moment. Weiße Hemden und rote Unterhosen, die sind nicht mehr lange weiß, Freundchen. Ein Holzzuber. Etwa halb Ja, voll das mit hatten Wasser. wir. Na toll, Okay, darin. okay, 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 ich hab's verstanden. Betrachte den Ofen. Das ist die Rückseite des Kamins. Wenn MacGuffin Essen aufwärmen wollte, musste er es nur in einen der beiden kleinen Kachelöfen schieben. Nee. Gewitzt, gewitzt. Für die Karotte. Ein kleiner altertümlicher Schild. Die Innenseite ist blank poliert. Langpolier. Nehme ich mit. Ich klaue einfach alles. Das ist bestimmt wer viel wert, kann man gut verkaufen. So, Karotte kann ich nicht mitnehmen. Habe ich hier drüben noch was? Ein Holzgefäß. Der Krug eines Zimmermanns. What? Vermutlich lohnt eine genauere Untersuchung nicht. Doch. Was? Oh. Ein Rahmen. Das scheint der Rahmen eines Spiegels zu sein. An den Rändern hängen noch einige Stücke Spiegelglas.
Der Spiegel ist so gedreht, dass er den Kamin zeigt. Seltsam. Ach, sowas. Ja, gut, haben wir. Spiegel Ja. ist... Aber der ist kaputt. Bringt das nicht Unglück oder Glück? Unglück oder Glück? Ich weiß es nicht mehr. Ah, ein Kasten. Hallo? Was zum Henker ist das denn? Ein Kasten mit einer Art Glasauge. Er scheint genau vom Giebelfenster zu hängen. Keine Ahnung, wofür der gut ist. Na, damit Licht durchkommt, wenn er vorm Fenster hängt. Was zum Henker, keine Ahnung.